Hallo und herzlich willkommen zu Eifel 3 TV aktuell in dieser für viele kurzen Woche mit einem Feiertag. Christi Himmelfahrt oder für viele eher Vatertag. Der wurde wohl gestern von vielen ganz anders begangen, als es sonst die letzten Jahre üblich war. Das Wetter stimmte und eigentlich hätte einer ausgedehnten Bollerwagentour mit reichlich flüssigem Proviant ja auch nichts im Wege gestanden. Ja, wäre da nicht dieses leidige Thema Corona. So wurde aus dem traditionellen Vatertag bei den meisten dann eher der Familientag. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Mancherlei erprobte Partnerin, Ehefrau oder Mutter wird nicht böse gewesen sein, dass ihre bessere Hälfte bis zum Abend ansprechbar war. Aber die Ausflügler hat es dennoch in Scharen in die Nordeifel gezogen. Massen an Autos und Motorrädern schlängelten sich durch die Eifelorte. Viele von ihnen sicher auch an den Ruhrsee. Wie sich die dortigen Freizeitmagneten in Corona-Zeiten auf den lang ersehnten Gästeansturm vorbereitet haben, hat sich Johannes Kaiser einmal angesehen. Der Ruhrsee ohne seine traditionelle Schifffahrt wäre undenkbar. Doch genau das war in diesem Frühjahr einen Monat lang der Fall. Bei strahlendem Sonnenschein durfte kein einziges Schiff die Leinen lösen. Der gesamte Betrieb der Ruhrseeschifffahrt stand deutlich über die ursprüngliche Saisoneröffnung hinaus still. Die Geschäftsführerin Waltraud Heuken erklärt die schwierige Lage. Ja, es war natürlich bei uns etwas schwierig. Wir wollten normalerweise wie immer in jedem Jahr das Wochenende vor Ostern, also ein paar Wochenende, die Schifffahrt wieder eröffnet, wäre der 4.4. gewesen. Aber das ging ja leider nicht und wir haben immer wieder gehofft, kommt der Start, startet das Schiff, können wir alles fertig machen. Es hat sich ja um einen Monat verzögert. Doch nun wurden in kurzer Zeit einige erforderliche Maßnahmen ergriffen, um einen angepassten Betrieb wieder zu ermöglichen. Die Gäste der Ruhrseeschifffahrt können am idyllischen Ausflugsziel in Heimbach wieder ablegen und die wunderschöne Natur genießen. Dennoch erweist sich die praktische Umsetzung der Bedingungen als sehr aufwendig. Wir sind jetzt im Moment in der Phase, wo wir sagen können, wir haben alles so, wie es sein soll, auch mit den Richtlinien zur Desinfektion und wir haben die Tische beschriftet. Also wir können leider nur immer einen Tisch besetzen, was sehr schwierig ist für die Gäste. Ansonsten gilt auf dem Schiff, wenn sie in Abstand nicht fahren können, die von 1,50 Meter die Maskenpflicht. Wir können nicht genau abmessen, wie viele Gäste wo einsteigen. Also wir können es mal aufschreiben. Das machen wir auch hier im Schwammenaut und in Rohrberg, wie viele Gäste aber zugestiegen sind, aber auf den anderen Stationen geht das einfach nicht. Wie viele Unternehmen in der Eifel ist man auch hier am Ruhrsee auf den Tourismus angewiesen. Der angepasste Betrieb ist für die Ruhrseeschifffahrt zwar durchaus ein Teilerfolg, dennoch hinterlassen die verspätete Öffnung und die Einschränkungen deutliche Spuren. Vor allen Dingen werden wir doch schon eine Einbuße mindestens von 50% haben zu den Vorjahren. Die Leute haben noch Angst oder sie kommen nicht oder Gruppen sind sowieso alle abgesagt. Wir haben also keine Gruppen mehr, keine Hochzeiten mehr, keine Abendfahrten mehr. Alles fällt aus und da hoffen wir, dass alles wieder im nächsten Jahr wieder neu anfängt und mit vielen Gästen, die zu uns kommen. Andere waren in diesen Tagen froh, wenn sie vor die Tür konnten und sich frei bewegen durften. So auch die beiden Spieler der ersten Mannschaft des TV Konzen, Sascha Huppertz aus Konzen und Mirko Klee aus Mützenich, der seit dieser Saison ebenfalls für den TV Konzen spielt. Die beiden haben sich frustriert vom Ausfall der Fußballspiele kurzerhand aufs Fahrrad gesetzt und sind über 500 Kilometer gefahren, um alle Stadien der ausgefallenen Auswärtsspiele zu besuchen. Daraus ist eine tolle kleine Bildershow mit einer Herzensbotschaft entstanden.
Sportlich, sportlich. Schöne Geschichte. Seit rund 2 Wochen sind die Friseure wieder geöffnet. Von Normalbetrieb ist man wohl noch weit entfernt. Wie die aktuelle Situation bei den Friseuren aussieht, hat, nachdem wir sie vor einiger Zeit kurz vor der Wiedereröffnung schon einmal besucht haben, Johannes Kaiser erneut bei Lara Mertens im Imschenbruch nachgefragt. Seit gut 2 Wochen haben nun auch wieder die Friseursalons in der Nordeifel geöffnet. Deren Betrieb musste jedoch deutlich an die neuen Vorgaben zur Eingrenzung der Pandemie angepasst werden. Dennoch ist die Friseurin Lara Mertens sehr froh und erleichtert, ihre Kundinnen und Kunden endlich wieder in ihrem Salon begrüßen zu dürfen. Ja, also die ersten Wochen, wir sind jetzt schon in der 3. Arbeitswoche, verliefen echt sehr gut. Es hat natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, alle Leute wieder glücklich zu machen und haben uns über jeden gefreut, der natürlich gekommen ist und natürlich noch kommt. Der angepasste Arbeitsalltag ist sowohl für die Friseurin selbst als auch für die Kunden durchaus etwas gewöhnungsbedürftig. Doch die Bedingungen werden weitestgehend positiv aufgenommen. Schließlich geht es ja neben der eigenen Verschönerung ebenso um die Gesundheit. Ja, die Maßnahmen, die wir treffen mussten, die konnten wir sehr gut umsetzen. Auch die Kunden haben sehr, sehr gut mitgemacht. Es war natürlich, wir mussten jeden Kunden oder müssen jeden Kunden vor jeder Bedienung die Haare waschen, den Mundschutz bei der ganzen Behandlung tragen. Aber das konnten wir alles gut umsetzen und die Kunden machen und haben wirklich sehr, sehr gut mitgemacht. Der erste Schritt aus der schwierigen Lage ist für die Friseursalons also erst einmal getan. Dass die vorausgegangenen Umsatzeinbußen in vielen Branchen jedoch nicht mehr allzu lange getragen werden können, ist ebenfalls klar. So hofft auch Lara Mertens, dass sich in baldiger Zukunft wieder annähernd der Normalbetrieb einstellt. Ja, also wir haben natürlich im Moment dürfen wir nicht ganz so viele Kunden auf einmal bedienen wie vorher. Wir dürfen jetzt durch unsere Trennwand dürfen wir 3 Kundinnen oder Kunden bedienen. Das wäre natürlich schön, wenn wir da wieder ein paar Lockerungen vielleicht kriegen, dass wir sogar noch mehr parallel arbeiten können, dass wir einfach ein bisschen mehr schaffen am Tag noch und wir die Leute nicht zu lange warten lassen, bis sie den nächsten Termin bekommen können. Kein Atommülllager im Hohen Fennen, titelten in den letzten Tagen zahlreiche Medien. Und auch die hiesigen politischen Parteien greifen das Thema auf. Was steckt dahinter? Nun, im belgischen Grenzgebiet zu unserer Region Nordeifel wächst die Sorge, dass dort ein Atommüllendlager gebaut werden könnte. Die zuständigen belgischen Behörden hat landesweit 7 mögliche Standorte in die engere Auswahl genommen, darunter 2 im deutsch-belgischen Grenzgebiet. So könnte auf dem Plateau von Hervé, 30 Kilometer westlich von Aachen, ein unterirdisches Atommüllendlager entstehen. In Frage kommen für die Behörden aber auch Stavelot bei Malmedy, eine touristisch beliebte Region nahe des Hohen Fenns. Bereits Mitte April hat die Behörde eine Befragung gestartet, in der die Bevölkerung sich für oder gegen das Atommülllager aussprechen konnte. Das wurde aber erst jetzt eher durch einen Zufall bekannt, denn die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden wurden nicht kontaktiert. In einigen der Kommunen reagierten die Bürgermeister nun entsetzt. Sie wollen ein Atommüllendlager bei sich unbedingt verhindern. In einem Facebook-Post wendet sich auch Monschaus Bürgermeisterin Margareta Ritter an die Bevölkerung. Gemeinsam mit meinen Bürgermeisterkollegen in der deutschsprachigen Gemeinschaft Ostbelgiens werden wir in Monschau erneut mit aller Kraft gegen ein Atommüllendlager in der Eifel kämpfen. Wir haben diese Pläne schon einmal gemeinsam verhindert. So Ritter. Wir von Eifel 3 TV bleiben selbstverständlich an dem Thema dran und werden weiter berichten. In diesen Wochen beginnen traditionell in manchen Orten der Eifel die Kirmes. Nun eigentlich, denn auch das ist in diesen Zeiten anders. Land auf, Land ab fallen traditionelle Feste wie diese aus. Besonders betroffen vom Ausfall der ganzen Dorfveranstaltung sind vor allem die Musikvereine. Trifft es diese doch besonders hart, dürfen sie nicht einmal den Probenbetrieb aufnehmen. Denn laut Verordnung müssen sie 10 Quadratmeter je Musiker und 6 Meter Abstand zum Vordermann lassen. Und das lässt sich wohl in keinem Probenraum der Musikvereine umsetzen. Anders sieht es beim Spiel im Freien aus. So nutzten die Eifelklänge Eicherscheid die Gunst der Stunde und spielten zu einem Platzkonzert in Einruhr auf. Oder wie hier der Musikverein aus Schmidt, der nicht nur zur Freude der Bewohner, sondern zu der des ganzen Dorfes zu einem Ständchen vor einer Senioreneinrichtung aufspielte. Musik.
Auch der Musikverein Konzen hat seine Kleinkirmes am vergangenen Sonntag einmal ganz anders begangen. Eigentlich sollten hier jetzt fröhliche Kinder auf Karussells ihre Bahnen ziehen. Der Konzener Dorfplatz voll mit Menschen sein, die gemeinsam ausgelassen feiern, trinken, essen und musizieren. Denn in Konzen hätte man an diesem wunderschönen Maiwochenende die traditionelle Pankratius-Kirmes gefeiert. Stattdessen leere Straßen, keinen Fahnenschmuck, nur Stille. Und alles wegen eines bösartigen Virus, der weltweit das Leben der Menschen einschränkt. Aber nicht ganz. Der ausrichtende Musikverein Eintracht Konzen hat nach Absprache mit den Ordnungsbehörden beschlossen, am Sonntagvormittag einen kleinen musikalischen Umzug durch das Dorf zu veranstalten. Bedingung: keine Zuschauer, nicht anhalten, keine Menschenansammlung verursachen. Die Freude bei den Musikern war groß. Nach wochenlangem und auch noch weiter bestehendem Probenverbot und kein Auftritt in diesem Sommer, endlich ein Hauch von Normalität. Mit Abstand wohlgemerkt. Auch dem ein oder anderen Konzner hat dieser spontane musikalische Kirmesgruß gut getan. In diesem Zuge lässt der Verein jedoch auch mitteilen, dass das für den 5. September diesen Jahres geplante Weinfest auf dem Dorfplatz, nun ja, wie soll's anders sein, ausfallen wird. Zu unsicher ist man über die dann herrschenden Auflagen und Bestimmungen. Na, wenigstens hatten die Musiker Spaß und es gab auch etwas erheiternde Stimmung in den Straßen. Das warme und sonnige Wetter lockt nicht nur uns Menschen raus in die Natur. Auch alles, was da so rumkreucht und fleucht, wird zusehends munterer. Dabei sind leider auch ein paar Tierchen, die uns Menschen und auch unseren Haustieren das Leben manchmal ganz schön schwer machen können. Die Rede ist von den Zecken. Wie das Deutsche Rote Kreuz mitteilte, konnten sich die Zecken aufgrund des sehr milden Winters gut vermehren. Deswegen gibt es nun deutlich mehr Exemplare als in den Vorjahren. Die kleinen Parasiten mögen es mollig und warm und kriechen gerne an Stellen des menschlichen oder tierischen Körpers, wo sie die idealen Bedingungen finden, um dann dort zuzubeißen und ihr dringend benötigtes Blut zu saugen. Das ist nicht nur unangenehm, sondern durchaus auch gefährlich. Zecken können die Gehirnentzündung FSME und Borreliose übertragen. Da es gegen FSME noch keine ursächliche Behandlung gibt, kann eine Impfung durchaus sinnvoll sein. So oder so sollte man seine Haut aber regelmäßig nach Zecken absuchen. Wer dabei fündig wird, sollte den Parasit mit einer Zeckenkarte oder Spitzenpinzette möglichst schnell entfernen. Je schneller die Zecke entfernt wird, desto geringer ist die Infektionsgefahr. Zwar zählt unsere Region nicht zu den Risikogebieten, aber dennoch sollte man hier stets vorsichtig sein. Deswegen ist vorbeugender Schutz immer noch das beste Mittel. Beim Tier helfen da spezielle Präparate oder Halsbänder, wohingegen beim Menschen neben speziellen Insektenmitteln für die Haut lange, helle Kleidung hilft. DRK-Bundesarzt Peter Sefrin empfiehlt, das Laufen durch dichtes Unterholz und hohes Gras zu vermeiden und nach dem Aufenthalt im Freien Körper und Kleidung abzusuchen, gerade auch bei Kindern. Schutz bietet die Bedeckung des Körpers durch helle Kleidung mit dicht anliegenden langen Ärmeln und Hosenbeinen sowie das Tragen von Socken und geschlossenen Schuhen, so der Rat des Experten. Apropos Socken. Zum Abschluss möchte ich noch auf eine neue Folge der Erfolgsserie Auf die Socken machen von Hubert vom Fenn und Kurt Schreiber hinweisen. Diese gehen am morgigen Samstag ab 14 Uhr einem im wahrsten Sinne des Wortes hochinteressanten Phänomen nach. 2,33 Meter ist die Olympianorm für Hochspringer. Es gibt einen kleinen Trick, wie man das leicht schaffen könnte. Schauen Sie also wieder rein, wenn es bei uns heißt, auf die Socken machen. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Übrigens, die Auf die Socken machen Serie und viele andere Beiträge finden Sie rund um die Uhr in unserer Mediathek auf YouTube unter eifel3.tv. Ich darf mich für diese Woche verabschieden, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.